Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier bei Electrocise 2019. Jetzt gleich werden Jesse, Marvin und ich Wenn ich du wäre spielen. Ich denke mal, die Regeln von Wenn ich du wäre sind eigentlich allgemein bekannt. Das heißt, wir werden uns gegenseitig Aufgaben stellen und diese beantworten. Allerdings werden wir das auch ein bisschen erweitern, dass unsere Crew uns auch Aufgaben stellen darf, welche wir dann beantworten müssen. Ich hoffe, es wird ein lustiger und spaßiger Abend. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt ein Interview mit Leuten führen und in dem Interview immer raushängen lassen, dass Electrocise einfach mega gut ist und du auch schon auf Tomorrowland, Perucaville war, aber das gar kein Vergleich dazu ist. Und in diesem Interview sagst du die ganze Zeit nur, boah, Tomorrowland war so scheiße, aber hier ist viel geiler, die DJs sind viel besser, dieses Flair ist viel geiler, die Leute sind viel korrekter drauf. Alles klar, krieg ich hin. Machen wir doch sofort. Machen wir das. Dann lasse ich das Mikro bei dir direkt. Alles klar. Und los geht's. Ja, darf ich dich mal was fragen? Ja. Wie findest du hier Electrocise? Bist ja ganz gut, aber ich bin zum ersten Mal hier. Du bist zum ersten Mal hier? Oh, ich bin, das ist ja dieses Jahr das 10. Jahr. Und ich, ja, es ist so cool. Es ist viel, 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 viel besser als alle anderen Festivals, wo ich jemals war, wirklich. Echt? Die DJs sind viel besser, ja. Tomorrowland ist gar nichts im Vergleich. Ja. Nee, wirklich. Also, es ist echt top hier. Und was gefällt dir am besten hier? Also, ich bin erst seit einer Stunde hier, aber ich muss sagen, die Menschen sind ziemlich cool. Ja, oder? Also, ja, also du musst dich auch mal umschauen. Da sind so viele verschiedene Sachen. Ja. Karaoke, kannst dir die Haare machen lassen. Es gibt Kaffee, die ganzen Bühnen dieses Jahr. Also wirklich ein Traum, ein absoluter Traum. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Und es ist wirklich das beste Festival, was es gibt. Ehrlich. Dankeschön. Ja. So, danke. Ciao. So, also ich habe hier eine ziemlich einfache Aufgabe. So, ihr findet doch auch. Hi. Ihr findet doch auch, dass E-Size das beste Festival ist, was es gibt, oder? Sowieso. Es ist nicht überlaufen. Mega, auf jeden Fall. Und was gefällt euch am besten? Die Stimmung, die Leute, die Musik, einfach alles. Sorry. Familiär, alle offen. Die sind alle familiär, alle offen. Eine Familie und man spürt die Liebe einfach. Ja, ich finde auch, dass das beste Festival ist, was es eigentlich gibt. Also viel, viel besser als Perucaville, Tomorrowland. Ja. Viel zu groß. Viel zu groß. Ja, hier findest du alle, hier kennst du alle und es ist einfach toll, oder? Voll. Total. Auf jeden Fall. Mega, oder? Ja. Super. Da wirst du auch fähig. Ja, ich komm. Ja. Yay. Yay. Ihr dürft alle dazu kommen. Ihr sogar dahinter, komm. Warte, so. Ja. Yay. Yeah. Yeah. Lukas, wenn ich du wäre. Dann würde ich jetzt zu diesem Panda da hinten laufen. Ja, der rennt aber ganz schön schnell weg. Dann musst du ganz schnell hinterher rennen und den ganz fest umarmen und deinen Bart so richtig schön in Soll das Soll ich den Bart nicht lieber bei einem Mädel oder bei einem Typen so rein? Das wäre doch viel lustiger. Aber den Panda will ich auch, dass du den umarmst. Ich kann ihn gerne umarmen, ja. Okay. Und dann gehen wir mal los. So, und jetzt möchte ich bitte noch, dass du den Bart schön heranreibst. Hast du euch den Glitzer verloren? Ja, er hat ganz schön viel Glitzer verloren. Woo! Und hat es dir gefallen, den Panda zu umarmen? Es war wunderschön, ein Kindheitstraum ist in Erinnerung gegangen. Endlich einen Panda, den ich umarmen konnte, der meine Liebe erwidert hat. Sehr es war schön. Wunderschön. Also nachdem ich jetzt den Panda ja so schön umarmt habe, habe ich mir was Schönes für euch beide ausgedacht. Ja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt zur Secret Stage gehen, mir da Kopfhörer nehmen und so richtig laut mitsingen und so tun, als würden alle mitsingen. Dann wäre das das Beste, was es geben würde. Gehen wir hin. Ja gut, dann bis gleich. Ne? Gehen wir mal zur Secret Stage. Maya hi, Maya ho, Maya ha, Maya ha. So, ja, wir sind auf der Secret Stage bei der Lebenshilfe hier auf der ISS zum ersten Mal. Eine tolle Idee. Alex steht neben mir. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also die Idee kam eigentlich so aus der Zusammenarbeit. Einer unserer Kollegen ist so seit 10 Jahren auf dem Festival dabei, der Rob van O. Okay. Und so kam das so ein bisschen zustande. Das Gelände ist barrierefrei gestaltet, das Festival gibt barrierefrei. Und so kam Lebenshilfe ins Spiel und dann ist das so gewachsen eigentlich. Und dann kam irgendwann die Idee, wir müssen irgendwas Besonderes machen. Wir sind besonders und so ist diese Stage entstanden eigentlich. Und dann auch mit Silent Disco, ist ja mal was ganz Besonderes. Genau, ne? Also Musik ist halt eigentlich ein Medium, wie man mit anderen auch nochmal so gemeinsam was erleben kann. Ne? Wir haben hier einmal die Silent Disco, einmal diese spezielle Bühne, wo man die Vibration nochmal spüren kann, sodass man einfach mit in Kontakt kommen kann nochmal. Das ist die Idee dahinter. Okay. Ja. Ja, und haben schon viele gefunden, wird immer voller hier, ne? Die Geheimtipp ist schon längst nicht mehr. Also
eben gesagt, so gestern ist heute die Hölle los. Man hat uns jetzt gefunden, ja. Jetzt okay. Ist es, glaube ich, rum. Ja. Ja, und ist der Eingang ist ein Dixi-Klo. Also die Rückwand ist rausgenommen worden und dann kann man direkt hier durchlaufen. Und wer legt heute alles noch auf? Jetzt gleich kommt ein DJ aus Polen, Golden Nose, ein körperlich behinderter junger Mann mit seinem Kumpel. Die machen das zusammen ein Stück weit. Wir haben noch 5 DJs heute, die okay. Noch auflegen. Bis 22 Uhr. Kann das sein, dass er nur mit seiner Nase das Mischpult bedient? Genau. Golden Nose macht alles mit der Nase und sein Kollege stellt ihm alles auf und er macht alles alleine. Okay. Ja, kommt jetzt gleich. Ja, coole Idee. Da schauen wir auf jeden Fall gerne nochmal rein. Und ja, euch weiterhin viel Spaß. Auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Jahr wieder, oder? Gucken wir mal, wie es ankommt. Ja. Okay. Danke. Ja, cool. Vielen Dank und ja, bis demnächst. Okay. Ja, das war unser Besuch bei der Electricize 2019 mit, ja, zum ersten Mal, wenn ich du wäre. Ich hatte wieder tolle Unterstützung von Jesse und Lukas. Du hast dich toll geschlagen, Lukas. Ja, danke. Ich glaube, mein Bart freut sich auch, dass ich mich so gut geschlagen habe. Auf jeden Fall sollten wir es mal wiederholen. Es ist ja ziemlich gut angekommen, oder? Ja, genau. Ich denke mal, dass wir das wiederholen. Deswegen für Küren wird auch noch kein Gewinner um Ruhm und Ehre, sondern werden das sicherlich bei den zukünftigen Veranstaltungen dann fortsetzen, um dann irgendwann, sage ich mal, ein, wenn ich du wäre, deinen Erkelenz-Gewinner zu haben. Ja, müssen wir auch überlegen, ob wir so einen Wanderpokal machen oder intern noch kleine Erweiterungen. Wie hat es dir gefallen? Ja, sehr gut. Also vor allem, weil wir durch unsere gegenseitigen Herausforderungen irgendwie in jede Ecke gegangen sind hier vom Gelände oder in fast jede Ecke und ganz viele verschiedene kleine Schmuckstücke, schöne Aktionen einfach gefunden haben. Ja. Also der Bar zum Beispiel oder dein Schweinchen in der Mitte, das war echt super. Passiert schon mal, ne? Also die Secret Stages haben wir hier wirklich, die kleinen Geheimnisse dem Festival entlockt. Und ja, die Secret Stage ist der beste Ort, um damit aufzuhören. Wir haben weiterhin viel Spaß hier auf dem Festival. Jetzt geht's in den privaten Bereich. Wir hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ich du wäre bei deinem Erklenz TV. Bis dann. Ciao.